Moin Leute, was geht? Wir wollten ja jetzt eigentlich mit dieser Story da anfangen, aber ich habe gerade noch was Geiles gesehen hier. Und zwar, ich habe die Karre einfach schon. Ich wusste jetzt gar nicht, vielleicht lag es daran, weil ich ja bei dem allerersten Video habe ich am Ende das Spiel einfach geschlossen. Vielleicht habe ich die Karre da bekommen und habe da gar nichts gesehen. Schade. Ja, Junge, wo ist denn hier Hot Wheels? So, da ist er nämlich schon. So, ihr seht, ich habe schon ein paar andere Hot Wheels Wagen mal gekauft, ne, für ein paar Videos. So. Daher, die Karre habe ich einfach geschenkt bekommen, Digga. Ich habe keine Ahnung, wann man die gekriegt hat. Wahrscheinlich wirklich am Anfang. Und ja, der ist schon B700. Alles ist fertig schon. Der hat Offroad-Reifen, alles am Start, Allrad. Der hätten wir einfach direkt fahren können. Hätten wir keine Probleme gehabt. Aber okay. Wir können ja jetzt hier eh nur B700 fahren. Das heißt aber, wir nehmen den Wagen und machen damit die Story weiter. Ich habe die Klimaanlage an. Weißt du was? Ich mache die kurz aus. So, kein Bock, dass ihr irgendwelche Störgeräusche habt. Okay, da fangen wir an. Der Anfang und dann kommt viermal Fragezeichen. Rainer. Also, wo ist unser besonderer Gast? Der Hot Wheels Experte. Du hast es noch nicht begriffen, oder? Steig ein. Nee, hab ich noch nicht. Ach, jetzt krieg ich schon wieder ein Auto. Ja, moin. Toll. Hätte ich ihn gar nicht nehmen müssen. Schau dich hier nur um. Hier wird ein Kindheitstraum wahr. Aber ruhig. Und ich habe ein paar Freunde mitgebracht, die ihre von Hot Wheels inspirierten Autos zeigen wollen. Hat das Auto eine Lackierung, die es so nicht gibt? Was ist das, Alter? Das gibt's nicht. Ich würde sagen, diese Metallflakes-Dings da, aber das sieht anders aus. Lol. Das gibt's doch so gar nicht, Alter. Also, ich habe hier einige Informationsblätter. Du kannst zusammen mit dem Publikum lernen. Ich drück einfach auf Aufnahme und... Also, das hätte ich... Boah, Junge, das ist so schnell! Weißt du, die Geschichte der Hot Wheels würde mich wirklich interessieren. Vielleicht könntest du... Halt dich an mich! Der größte Hot Wheels-Experte der Welt kann dir noch was beibringen! Es fing alles mit einem Ingenieur namens Elliot Handler an. Ach du Scheiße. Elliot hatte von Anfang an ein Spielzeugauto im Sinn, das cool aussieht und schnell rollt, damit das Spielen noch mehr Spaß macht. Zu der Zeit gab es so etwas nämlich nicht auf dem Markt. Okay, die erzählt uns jetzt die Geschichte von Hot Wheels hier, okay? Raketenbauingenieur Jack Ryan und Harry Bradley, Autodesigner von General Motors, mit ins Boot. Gemeinsam bauten sie die ersten GM. 16 Autos. Sogenannten Original 16. Jacks Team entwickelte die Edelstahlachse und Dellrennräder, die die Autos super schnell rollen lassen, während Harry dafür sorgte, dass sie auffielen. Harrys und Jacks Beiträge wurden zu Säulen von Hot Wheels. Leistung und Design. Das erste Auto vom Band war ein getunter Camaro. So ähnlich wie der, den du gerade fährst. Ah, nicht schlecht. Okay. Ja. Und ein weiterer der Original 16 war der Custom Fleetside, der auf Harrys Custom El Camino basierte. Die meisten dieser frühen Designs wurden von Hot Rods und Muscle Cars inspiriert, die zu der Zeit in der kalifornischen Autokultur sehr beliebt waren. Nach Harry Bradley kamen weitere Designer zum Team, wie Ira Guilford von Chrysler, der die Twin Mill gebaut hat, und Larry Wood, der den ursprünglichen Bone Shaker entwarf. Aber von Anfang an entwarfen sie Autos, die vor allem eines tun sollten. Wirklich schnell auf Plastikstrecken fahren. Auf Plastikstrecken? Ah, du hast nachgeforscht. Nachgeforscht? Ich habe das alles auswendig gelernt, als ich 6 war. Ein Grund, warum Hot Wheels einem so ins Auge stechen, ist eine spezielle Lackierung mit dem Namen Spectra Flame. Über eine polierte Zinkkarosserie wird eine transparente Lackierung aufgetragen, was den Autos einen total coolen Metallic-Effekt verleiht. Ey, genau wie bei einem echten Auto. Seitdem hat Hot Wheels das Lackierungsverfahren weiterentwickelt, um eine Vielzahl von Stilen und Effekten zu ermöglichen. Richtig spannend. Ein weiteres Merkmal bei der... Ja, ich sehe auch hier schon wieder irgendwas. Ja, ja, okay, das wird jetzt schwierig mit dem Fotomodus. Ja. Hm, ja, das... Ah ja, warte mal. Nee, doch nicht. Ah, Schmutz. Wie komme ich denn runter? So. Ey, Digga. Oh, das hätten die mal anders machen sollen hier, ey. Guck mal, der hat nämlich auch so eine... Ich komm da nicht hin, Alter. Ich komm da einfach nicht hin. Der hat auch so eine Lackierung hier, die es nicht gibt. Oh, ey, das ist eine Kacke mit der Kamera, ne? Wie lenke ich dann jetzt nach rechts? Wie? Das geht gar nicht, ne? Streifen auf den Reifen, okay. Wie bei denen an dem Auto, das du gerade fährst. Sie werden Redline-Reifen genannt und sehen so cool aus. Jo, stimmt. Redline-Reifen sind ein wichtiges Merkmal dieser Ära und bei Sammlern sehr begehrt. Ja, rote Linie hat er drauf hier. Boah, ey. Okay, das Wallgrinden ist aber schon krass hier, ne? Aber ich glaube, ohne wird es auch keinen Spaß machen. Das soll ja auch Spaß machen hier, ne? Gut
gefahren. Hier, nimm den Nash Custom 1957. Sieger der Legends Tour 2019. Toll! Ich hab viel gelernt. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ich krieg jetzt den Metropol-Dings da umsonst? Junge, ich habe ein paar Mal dafür 20 Millionen bezahlt. Okay, einen haben wir umsonst bekommen von der Festivalliste. Ja gut, jetzt habe ich noch einen umsonst, alles klar. Ah, ey, nur zwei Sterne. Mist, ey. Komm, ich mach das nochmal auf 3. Ah ja, geht doch. So, wow, First Try war eigentlich einfach, wenn man keine Wand berührt, ne? Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal ins nächste rein und machen mich alle nacheinander schnell weg, ne? Legendäre orange Strecke. Mein Gott, ey. Komm schon, drehen wir eine Runde mit dem Biest. Ah ja, der Twinmill, okay. Der sieht auch geil aus in der Farbe, Mann. Richtig nice. Vorsicht, genau genommen hast du da mehr als 1400 PS unterm Hintern. Oh, oh. Oh, vor, hier ist der Dings. Oh, den will ich haben, Alter. Hot Wheels wurden schon immer für irres Tempo auf eigenen Strecken gebaut. Den will ich haben, Mann. Was machst du mit der Strecke? Naja, man braucht Segmente, damit man bauen kann, was immer man will. Dann erfindet man einen batteriebetriebenen Booster, um Autos auf Geraden zu beschleunigen und eine Tempobremse, um sie in Kurven zu bremsen. Man konnte sogar einstellen, wie sehr der Booster die Autos beschleunigte. Aber warum da aufhören? Loopings, Sprungschanzen, Steilkurven, Abfahrten, Gerüstbrücken, Schikanen, Überführungen, Rundenzähler, mehrspurige Rennstarter. Alles voll kompatibel, versteht sich. Das ist einfach gute Ingenieurskunst. Es gibt sogar eine Werkstatt mit Prüfstand, Öldose und Schraubenschlüssel, um die Autos zu tunen. Ich habe damit gespielt. Es war der Hammer. Sauber. Also ich laber jetzt einfach mal nicht so lange, die Alte da labert, ne? Leuchtendes Orange. Da hast du wohl recht. Natürlich gab es nichts Aufregenderes, als Autos gegeneinander fahren zu sehen. Hot Wheels hat dafür diverses Zubehör hergestellt. Unter anderem Rennstarter für die Startlinie, Tachos, um die Geschwindigkeit der Autos zu messen und Gerüste an der Ziellinie, die zeigen, welches Auto gewonnen hatte. In den 70er Jahren gab es auch eigene mehrspurige Streckenteile, wie den Fat Track, mit 3 nicht getrennten Spuren für riskante Überholmanöver. In den 70er Jahren gab es auch eigene mehrspurige Streckenteile wie den Fat Track mit 3 nicht getrennten Spuren für riskante Überholmanöver. Heutzutage gibt es sogar noch mehr coole Sachen zum Spielen. Es gibt Achterkurven, mehrstöckige Garagen, Gummibandstarter und sogar Riesenhaie und Dinosaurier, die auf der Strecke herumkauen. Warum sollte man Autos auf einer Plastikstrecke schnell fahren lassen? Ich gebe auf. Warum? Sie kommen natürlich weiter, wenn sie am Ende abspringen. Na los, worauf wartest du? Okay. Das wird episch. Ich ja, kurz Pause. Jetzt habe ich diese Magnet-Dings da verstanden, Digga. Du kannst erstmal nicht rausfliegen, weil, ne, der hält dich halt da. Und wenn eine Kuppel kommt, kannst du nicht wegspringen von der Strecke, weil der dich halt da magnetisch drauf hält. Aber was mir aufgefallen ist, ist, wenn diese Magnetstrecke da ist, der Wagen fährt perfekt auf der Ideallinie. Ich habe mir jetzt extra die Hand hochgenommen, weil ich nicht gelenkt habe. Der ist automatisch weitergefahren. Perfekt. Also wenn dieser Metallboden da ist mit dem Magnetdings, ja, brauchst gar keinen Skill, Digga. Machst einfach die Hand weg und gibst nur noch Gas. Alter, auch nicht schlecht. So. Begleite dich auf diesem Stück. So, was muss ich machen? 100 Meter springen. Aber mir gefällt irgendwie die Ansicht. Ja, es war cool, aber... Ist voll komisch für mich gerade. Ich hätte das lieber ein bisschen weiter reingezoomt, ey. Oh, da tue ich sogar. Die Twin Mill zum Fliegen. Oh, wie groß das ist. Das ist viel besser als damals, als ich Rampen aus Büchern gebaut habe. Jetzt sind wir in der Wüste. Oh ja, darüber werden alle Thrillseeker an der Akademie reden. Ey, komm. Ja, yeah, das mach ich jetzt nochmal. 1, 2... Ja, geht doch. Guck mal hier, ein paar Meter weiter, jalla. Hier sind alle Missionen für deinen Anfängerrang gruppiert in Haupt- und Nebenherausforderungen. Profi-Tipp, wenn du alle Hauptmissionen abschließt, hast du genug Medaillen, um die nächste Qualifikation freizuschalten. Hier kannst du übrigens Missionen verfolgen und an dein Armaturenbrett anpinnen. Oh, oh, Autobelohnung, da ist der Wagen. Da ist der Wagen. Den will ich haben, Digga. Also man kommt hier... In so einem Menü. Jetzt sieht man auch, wie man sie durcharbeiten kann. Wir sind jetzt in der B-Klasse. Erst wenn wir das fertig haben, danach können wir erst die A-Klasse machen.
und so weiter und so fort, ne? Das ist ja richtig geil, ey. Hier, lass das mal eben kurz machen. Zerstöre einen Tankballon. Ich glaube, den habe ich schon auf der Map gesehen. Aber es gibt tatsächlich gar nicht so viele Hot Wheels-Fahrzeuge hier. Ich habe mir ein bisschen mehr gewünscht. Ach du Scheiße, der hängt da in der Luft rum, oder was? Oh! Ja, sauber. Das ist in der Akademie besonders populär. Verstehst du? Nice. Populär. Fertig. Ali hat angerufen. Du bist bereit für die nächste Quali. Lassen wir sie nicht warten. Ja, wir machen jetzt das erste zu Ende. So, die Schlange und der Mungo. Abfahrt. Du wunderst dich wahrscheinlich, was das Gerede über die Schlange und den Mungo soll, oder? Du nimmst das gelbe Auto, ich nehme das blaue. Ich erklär's auf dem Weg. Mhm. Okay. Ja, die Karren sind alle schon voll geil getuned hier, ne? Richtig cool, Mann. Weißt du, in den 70er Jahren liebten die Kids Beschleunigung. Okay, ich starte nochmal neu. So, ich bin jetzt zum ersten Mal auf der Strecke. Weißt du, in den 70er Jahren liebten die Kids Beschleunigungsrennen. Scheiße. Don die Schlange. So, Magnet. Viermaliger Champion der National Hot Rod Association. Ich gebe Vollgas. Ist Mitglied der Motorsport-Ruhmeshalle. Aber am berühmtesten ist wohl seine Rivalität mit Tom Mungo McEwen. Tom Mungo McEwen war ein Dragster, der dachte, Sponsoren wären gut für den Sport. Also ging er zu einer kleinen Spielzeugfirma namens Mattel. Im Laufe der Jahre kreuzten sich ihre Wege bei den US Nationals, wodurch sich eine freundschaftliche Rivalität zwischen ihnen entwickelte. Mattel wollte eine Spielzeugserie herstellen, die auf der Rivalität zwischen der Schlange und dem Mungo beruht. Mattel kenne ich. Das Hot Wheels Sponsoring führte zu einem richtigen Hype um Beschleunigungsrennen. Hot Wheels brachte damals alle möglichen neuen Reihen heraus. Achte mal auf den Sound, ne? Wenn man in den Tunnel reinfährt, ist der es Sound war normal. Große Rivalität. Sie waren eigentlich gute Freunde. Der Tunnel-Sound kommt erst danach. Tausende von Kindern zu Hause mit ihren Hot Wheels Schlange Komisch. Und Mungo gegeneinander kämpfen ließen. Das Hot Wheels Sponsoring führte zu einer Menge Zeug mit Dragster-Thema. Heavyweights konnten auf Abfahrten schneller fahren und Sizzlers hatten kleine batteriebetriebene Motoren, sodass man keinen Starter brauchte. Junge, mir fällt das so schwer dazu zu hören und die ganze Kacke hier zu beobachten, denn das ist alles so geil hier. Scheiße, wo ist denn die Tante überhaupt? Und ein neuer Designer namens Paul Tam begann, Sechsrad-Designs wie Six-Shooter und Open Fire zu entwerfen. Ich weiß, das ist unrealistisch, aber komm schon. Sechs Räder, so viele Räder. Alter, das Rennen geht nicht 8 Minuten, oder? Damit war für Hot Wheels aber nicht Schluss. Nee. Es gab viele andere Innovationen, wie Tampondruckmuster auf Autos, die sonst niemand durchführte. Tampondruck? Okay. Interessant. Wie sieht das denn aus? Wie die Silver Series. Boss Hoss, Heavy Chevy und King Cuda. Alle mit offenen Hauben, großen Kompressorgebläsen und silbernen Lackierungen. Ach du Scheiße. Junge, der Sound. Man hört die alte nicht perfekt. Ja, die Story müssen wir schon hören. Ende? Die Autos im ursprünglichen Schlange gegen Mungo-Set wurden von Gummibändern angetrieben. Die hier sind es nicht. Sollen wir sie in einem Drag-Rennen testen? Jo ja, Drag-Rennen. Also dann, Haley. Hab ich Bock. Los geht's. Die Karre ist am Start, aber so scheiße. Mal sehen, ob diese Schlange auch Biss hat. Ja, nicht wegrutschen, danke. Traktionskontrolle ist an, wohlgemerkt. Boah. Aber das lässt sich echt geil fahren hier. Na klar, berührst du manchmal die Wand, aber das ist ja auch nicht schlimm, ne? Ich sag mal so, bei Real Life Hot Wheels, da ist ja normal, dass man die Wand berührt, sonst fährt das Auto halt nicht in die Richtung. Deswegen finde ich es eigentlich hier in Ordnung, dass man hier ein bisschen wallgrinden kann. Ich finde, die sollten es auch so lassen. Dein Looping. Bleib mit deinem Auto in der Mitte. Man kann sagen, ist ein bisschen unskillig, weil man hier nicht so auf die Bremse achten muss, aber Digga, das ist halt purer Spaß hier und nicht, ich gucke jetzt, wie ich fahre. Über die Zentripetalkraft.
Digga, das wird aber ein langes Video, wenn das hier so viele Rennen immer sind, die so lange gehen, ne? Guck mal, ich glaube, es wird dunkel, ne? Kann das sein? Ich glaube, die Sonne geht unter. Gar nicht übel. Ich hab dich natürlich gewinnen lassen. Wem soll sonst die Schlüssel zum Riprod geben? Oh, Hot Wheels Riprod. Oh, den habe ich auch schon gekauft, Digga. Ich habe da auch ein paar mal 20 Millionen bezahlt. So, Schatzsuche. Du übernimmst diesmal das Fahren. Lambo Diablo GT. Nimm die Schlüssel, ich übernehme das Funkgerät. Aber ist kein GT, oder? Ja, jetzt habe ich nicht gesehen. Nee, ist kein GT, aber trotzdem. Kleine Warnung, ich habe eine Menge zu erzählen. Er hat auch so eine Lackierung. Es wird sich lohnen. Boah, der Sound. Ich muss einmal in die Ego-Perspektive gehen. Boah. Okay, die 80er Jahre waren als Blackwalls-Ära bekannt, weil die vorherigen Redline-Reifen mit rotem Nadelstreifen 1977 eingestellt wurden. Dann gab es die Hot Ones mit dünneren Achsen, Ultra Hots mit neuem Raddesign, Real Riders mit echten Gummireifen. Die waren sehr beliebt. Lass mich nachdenken. Es gab Crack-Ups mit Schadensplatten, Color Shifters, die im Wasser die Farbe gewechselt haben. Oh, und die Blisterpackungen mit der blauen Karte, die man schon von Weitem erkennen konnte. Die gab es auch seit den 80ern. So, Tunnel. Okay, gar kein Tunnelsound. Ja, erreiche 160 wieder in der Kurve. Weißt du, dass man die blauen Karten sammeln, einschicken und gegen Bonusautos einlösen konnte? Das wusste ich nicht. Ach, die Areale sind auch so abgegrenzt. Lol, oh Scheiße. Lol, guck mal, wie das aussieht, ey. Voll geil. Junge, wie krank sieht das aus? Booster! Los. Alter, das sah gerade aus wie Nitro aus dem Auspuff, ey. Ja, du kannst echt gut fahren. 1995, als sie die Produktlinie in Serien aufgeteilt und Nummerierungen und limitierte Editionen eingeführt haben, hat sich das Sammeln von Hot Wheels von einem Hobby zu einer Besessenheit entwickelt. Alles klar bei dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Hier ist gerade gekommen, die Alte, deswegen. Boah, ist die Anzeige nervig, Digga. Beruhig dich doch mal. Okay, jetzt erzählt die nicht so viel. Ich will immer nichts sagen, weil wenn die da schon was erzählt von der Geschichte, ist ja auch interessant, ne? Muss man auch mal zuhören. Ende dieser Ära kaufte Mattel im Jahr 1997 Tyco Toys, den Hersteller der Spielzeugautomarke Matchbox. Jetzt befanden sich alle Miniaturspielzeugautos unter einem Dach. Ich hatte auch Matchbox-Autos. Oder habe ich sogar noch im Keller? Keine Ahnung. Wäre heute bestimmt was wert gewesen, ne? Diese Luftbooster, die machen auch immer so einen komischen Sound, wenn man da drunter fährt, ne? So ganz cool, so psch, psch, aber so richtig laut, ne? Ich glaube, also das Soundprobleme noch hier. Ich habe dir dafür den Riprod besorgt. Ah, da ist er. Offroad-Serie 2014, Code BD00. Natürlich können wir nicht zu einem Spielzeugladen oder einer Convention fahren. Also nehmen wir diese Schatztruhen. Okay. Jetzt, ach du Kacke. Geh und finde diesen Schatz! So viele wie Sammle möglich. Sie alle. Ach du Scheiße, sind doch voll viele, Mann. Wir fahren einfach hier so systematisch im Kreis. Das ist bestimmt keine gute Idee, aber es... Ich wollte gerade sagen, Alter. War mir nicht fertig. Wir fahren hier einfach so. Einfach im Kreis. Auf dem Eis, da sind auch so noch so viele. Wir machen jetzt einen immer enger werdenden Kreis. Ich hoffe, das reicht dann. Junge, die Sicht hier bei Schnee, ne?
Das sieht auch schon wieder so geil aus hier, ne? Also ich habe jetzt 2 Minuten oder was? Oh, für 2 Sterne brauchen wir schon mal 20. Ach du Scheiße. Ja, so viele sind doch hier gar nicht, oder? Aber warte mal, da hinten rechts war noch eine. Wir nehmen die hier erstmal. Okay, die nehmen wir gleich. Scheinwerfer kann man nicht ausschalten, ne? Ah, Huren. Da links war auch noch eine. Nee, da ist gar keine. Scheiße. So, jetzt aber hier die. Nein, nein. Sauber. Digga, es hat schwierig zu fahren auf dem Eis. Dass es in dieser nächsten Truhe eine First Edition mit Chromrädern gibt. Beeilung! Ah ja. Ah, ich glaube, wir hätten einfach hier. Nee, 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 nee. Die nehme ich jetzt so mit. Ich hoffe, die Zeit geht auch zurück. Okay, wir brauchen noch 4 Stück. Das schaffe ich. Oh, nee, 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 nee. Das geht gar nicht, ey. Digga, wie das hier aussieht, Alter. Wie bei Ice Age. Voll geil. Hey, ich habe gehört, dass es als nächstes eine Pearl Diver Paint Edition zu gewinnen gibt. Siehst du? Ich habe schon 3 Sterne, beruhig dich. Jetzt? Ja. Hallo? Was jetzt? Ich hab noch Zeit übrig. Da ist noch eine. Schaff ich nicht. Schaff ich nicht. Ja, okay, egal. Wir haben 3 Sterne. Hier, ein Two-Jet Z. Jetzt weißt du, wie es ist, ein richtiger Hot Wheels-Sammler zu sein. Anstrengend, oder? Ja, lohnt sich aber. Hier, gönn dir alle Autos for free, auch wenn du schon 200 Millionen dafür ausgegeben hast. Ist egal. Okay, letzte. Hot Wheels Today. Ich hatte schon immer ein Faible für den Bone Shaker. Er ist eine Antiquität, in der man rumfahren kann. Los geht's. Warte, meine Kuh war noch nicht fertig. Oh, Dir vom 50-jährigen Jubiläum von Hot Wheels 2018 erzählt? Ah, das war 2018. Okay. Sie machten eine coole schwarz-goldene Serie mit passender Lackierung. Und sie starteten außerdem die Hot Wheels Legends Tour. Dabei präsentierten Autobauer mit eigenen Kreationen ihre besten Designs. Dann wählt Hot Wheels das Beste aus und macht daraus ein Spielzeug im Maßstab 1 zu 64. So sind wir beim 2-Jet Z, Nash Metropolitan und Custom Trans Am gelandet. Ach so. Ich wusste einfach gar nichts von den Sachen, was sie heute erzählt hat, ne? Das interessiert dich ja auch als Kind überhaupt nicht, ne? Du willst einfach diese Sachen haben und damit rumspielen. Manchmal passiert das Gegenteil und ein Spielzeugauto wird hochskaliert. Hot Wheels haben mehr als 20 Autos in Lebensgröße gebaut und damit 3 Weltrekorde mit echten Korkenziehersprüngen und Doppelloopings gebrochen. Total lol. Irre. 20 echte Autos haben die gebaut? Nice, Mann. Also wahrscheinlich auch 20 verschiedene und nicht 20 mal dasselbe, ne? Das finde ich geil. Ich sag ja, die hätten so eine Serie machen müssen. So von ein paar Modellen, so ein paar tausend Stück. Digga, das wäre so geil gewesen, ne? Wenn ich Millionär wäre, ich würde diesen Deora kaufen. Da arbeiteten viele tolle Designer an Hot Wheels. Mark Jones, Phil Realman, Brandon Vitusky, Fraser Campbell. Die Liste ist endlos. Das sieht so nice aus. Da ist wieder ein Drache, Alter. Zusammen haben sie eine Menge kreativer Designs entworfen. Darunter auch Serien wie Tuned, Blancs, Hardnose, Cruise, Fatbacks, Torpedos und Drop Top. Und die Realistic-Serie, wenn dir sowas gefällt. Alles noch nie gehört. Noch gar nichts, Alter. Kenn ich nichts von. Oh, Linkskurve. Ja, okay. Ich fahre den Wagen auch zum ersten Mal jetzt hier gerade, aber fährt eigentlich nicht schlecht. Müssten wir auch nochmal tunen, ne? Aber ich freue mich so auf den Deora, ne? Da habe ich so Bock drauf, Alter. Das ist das geilste Hot Wheels Auto, was ich kenne. Für mich ist das einfach das geilste. Und dass der im Spiel drin ist, ist auf jeden Fall das Beste hier, ne?
Aber es fehlen echt noch ein paar Autos, ne? Die müssen schon noch mehr droppen, finde ich. Gibt ja noch viele coole Fahrzeuge, ne? Ein bisschen wenig. Aber vielleicht kommt ja noch was, ne? Ist ja erst der Anfang. Schön. Jetzt lass uns diesen Boneshaker etwas aufbocken, oder? Aha, so kommen wir zu dem Baja Boneshaker hier, okay. Ich weiß, dass wir 50 Meilen über Mexiko sind, aber etwas Baja-Expertise kann nicht schaden. 50 Meilen? Also knappe... Der Baja Boneshaker ist eine moderne Interpretation des klassischen Boneshaker-Designs. Knappe was? 40 Kilometer oder was? Ich glaube, Meilen sind... Hot Wheels weniger, haben neben Modellautos auch jede Menge andere coole Sachen gemacht. Meinst du abgesehen vom Horizon Festival? Genau. Es gab 2003 einen Animationsfilm, 2005 eine TV-Serie mit dem Namen Hot Wheels Acceleracers und haufenweise Videospiele, angefangen mit einer 8-Bit-Version aus dem Jahr 1984. Was? Das waren noch Zeiten. Es gab einen Film? Ich kenne den Film nicht. Warum kenne ich den Film nicht? Und halt dich fest. Im Jahr 2014 haben sie zusammen mit der University of Southern California Speedometry entwickelt. Einen Lehrplan, um Kindern Naturwissenschaften und Mathe beizubringen. Im Ernst? Ich weiß. Und ich sitze komplett ohne Spielzeugautos in einer Uni-Vorlesung über fortgeschrittene Analytik fest. So unfair. Es gibt einen Film? Warum weiß ich das nicht? Hab ich noch nie gehört. Okay, 2003 war ich auch ein Baby, ne? Autos richtig gefedert. Ego-Perspektive? Ja, alles klar, perfekt. Siehst gar nichts. Bei Hot Wheels ist das kein Schummeln. Also, ja, ja. Hä? Ist das eine neue Kameraperspektive oder? Ich hole einen Spachtel und kratze dich vom Sitz. Sieht auf jeden Fall geil aus. Warte mal, wir haben Seit Ego. Seit den Anfängen von Hot Wheels wurden 20.000 Designs und mindestens 4 Milliarden Autos produziert. Doch in der ganzen Zeit hat sich der Preis eines Hot Wheels Autos nie verändert. $1 pro Stück. Beeindruckend, oder? Seltene Modelle sind auf Auktion trotzdem eine Menge wert. Ein Ultra... Das muss ich aber jetzt kurz sagen, muss ich ja kurz da reinreden. Weil die meinte, der Preis hat sich nie verändert. Das finde ich aber richtig geil, ne? Dass der Preis immer $1 oder was weiß ich jetzt, 1 Euro ist, ne? Man darf aber nicht die Inflation vergessen, ne? Wenn man die Inflation damit einrechnet, dann ist das schon ein höherer Preis, ne? Aber ja, gut, egal. Trotzdem geil. Andere Firmen hätten dann auf 2 Euro gemacht oder so, ne? Ein paar seltener Prototyp des 1969er Volkswagen Beachbomb wurde für $72.000 verkauft. Und einige Sammlungen werden mit über $1 Million bewertet. Ah ja. In den frühen 2000er Jahren kamen überall auf der Welt Sammlermessen auf. Dort trafen sich Sammler zum Kauf und Verkauf von Autos, zeigten einander ihre Sammlungen und tauschten sich über ihr Hobby aus. Junge, wenn die Dinger wirklich so viel wert sind, dann muss ich echt mal meinen Keller ausräumen. Ich habe zu 100% noch irgendwo Hot Wheels Autos. Schön! Die Bodenfreiheit des Baja Boneshakers ist ziemlich gut. Aber... Monster Truck Boneshaker! Unglaublich, oder? Steig ein! Los geht's! Ist das der Monster Truck aus der normalen Forza-Story? Warte mal, Fotomodus. Das ist der Monster Truck! Das ist der Monster Truck aus der ne? Da muss ich noch ein Bild von machen. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Weißt du, was geil wäre, wenn man den bekommen könnte, ne? Jetzt beenden wir den Dokumentarfilm stilvoll mit einem epischen Stuntlauf in dieser Granate. Frag nicht, wie wir ihn da hochbekommen Alter. Haben. Also, Junge, das Ding fährt komisch. Hast du zu dem Ding? Können wir die epischen Stunts jetzt und die Fakten später machen? Scheiße. Das ist episch! Junge, die Ego-Perspektive. Ah! Voll vorbeigescheppert. Die Ego-Perspektive ist ja mal krank, ne? Vor allem sitzt ja auch genau in der Mitte, ne? Richtig geil, ey. Siehst du vorne den Motor noch, Alter? Richtig gut. Guck mal, der macht immer so ein... Du kannst auch den Stick nicht nach vorne drücken, dass er das nicht macht, wie bei GTA oder so. Das geht gar nicht, ne? Das irritiert mich immer. Das nenne ich ein Hot Wheels Finale. Wollte auch erst sagen, das Ding ist lahmarschig, aber man darf nicht vergessen, das ist ein Monster Truck, ne?
Also damit 160 zu fahren ist schon... Das willst du auch nicht in Real Life haben. Und das sieht so schön aus hier, ne? Guck mal hier mit der Lava, Alter. Oh, nice. Richtig geil. Es ist einfach nice. Ich feier das übelst, Alter. EXT1 Chassis. 540 Kubikzoll Motor von Chevrolet. Terra-Reifen mit 66 Zoll. Ein Monster. 66 na egal. Zoll. Stanz bitte. Entspannt. Ohne die Flamme ist es nicht dasselbe. Ah, okay, da kommt noch ein Sprung gleich. Wahrscheinlich. So cool. Oh. Ah, okay. Für Geschwindigkeit gebaut, nicht für Traktion. Ja, für Geschwindigkeit ist er auch nicht gebaut, ey. Sehr schön. Wir machen noch einen Hot Wheels-Profi aus dir. Junge, was macht der da, Alter? Nee, jetzt habe ich die Zeit verkackt. Ich muss nochmal zurückspulen. Scheiße. Wie das aussieht. Was ist jetzt passiert, Alter? Reinbremsen. Alles klar. Okay, wir haben noch ein paar Sekunden. Bei Trucks und Fans. Zwei. Ja, okay, das schafft. Ah, ja. Das passt. War ein angemessen episches Finale. Danke. Ford Mustang. Hier hast du einen Mustang. Den habe ich, glaube ich, nicht gekauft. Den hat keiner verkauft. Jetzt habe ich ihn. Das ist auch geil. Boah, ich muss so viele Tuning-Videos machen zu den ganzen Autos. Nice, haben wir das fertig. Sehr gut. Das wird ein langes Video. Das war's, ne? Die Alte sagt auch gar nichts mehr jetzt, oder was? Ja, perfekt. Wir haben das fertig. Das heißt, das nächste ist dann A-Klasse, ne? Das haben wir dann jetzt auch schon vorhin freigeschaltet. Also da machen wir dann im nächsten Video weiter. Oh, das Auto, Digga. Ich hab so Bock darauf. Ich hoffe, man kriegt den dann... Ja, kriegt man ja, ne? Genau, das, glaub, das muss ich abschließen. Dann krieg ich den Wagen. Puh, richtig Bock drauf. Ja, geil. Ja, Junge. Richtig geil, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt ein bisschen länger, ja, aber ja, so ist halt die Story, ne? Nächstes Video machen wir dann Einführung der A-Klasse und dann machen wir die ganzen A-Klasse-Rennen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Wenn es dann auch wieder so eine Story da gibt, ne, weiß ich gar nicht, mal gucken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.